Na dann klopfen wir doch mal freundlich. Du hast 10 Sekunden, mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel, nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Das war weird, aber schon irgendwie cooler als erwartet. Jason, was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos von der Quelle. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Oh ja. Heut Wolke. Ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit heute. Total. Oh, was habe ich jetzt da gelassen? Nee, das eigentlich nicht. Kann die Pistole da bleiben? Puh. Okay, ich kann nicht nachladen. Achso, weil ich die Waffe auch gleich wieder wegstecke. Okay, das. Ich verlasse erstmal die Hütte und dann erzähle ich gegebenenfalls was, falls das dann schon Sinn macht. Gucken wir mal. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Okay, und jetzt? Vielleicht weiß Dennis mehr über heute. Na, wir rufen Dennis an, okay. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Erreiche die Drogenfelder. Okay, das heißt, da habe ich zwischenzeitlich aber wohl ein bisschen Zeit für Exploration. Und die Drogenfelder, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir die jetzt anzünden. Das ist in Wirklichkeit eine sehr coole Szene.
Das ist auch eine der... Entschuldigung. Feuerfeste Spritze her. Ja, das brauche ich dann auf jeden Fall. Das ist eine sehr coole Szene und es ist eine der wenigen Szenen, die ich kenne aus dem Spiel, weil sie auch einfach sehr, sehr fetzige Musik hat. Und mit der Musik, das ist halt so... Da kann ich da jetzt bitte hochklettern? Danke. Mit der Musik, das ist halt so eine Sache. Ich muss mal gucken, ob die GEMA das Ding in Deutschland blockt oder nicht. Das wäre äußerst ärgerlich. Aber das kann ich auf jeden Fall, bevor ich das aufnehme, rausfinden. Und dann stelle ich für den Moment im Zweifelsfall die Musik aus, damit ich die Szene nicht ganz rausschneiden muss. Weil das wäre echt ärgerlich. Aber eigentlich müsste das, glaube ich, hoffentlich vielleicht gehen. Gucken wir mal. Die Dinger werden auch immer klappriger, oder? Ich meine, die waren ja noch nie super intakt, aber so langsam. Ne, wo? Achso, ich kann darüber und dann kann ich hier rüber. Und dann ist... Da komme ich noch nicht hin. Aber dann kann ich hier rüber laufen. Und kann ich da ranspringen? Niemals, oder? Andererseits sehe ich jetzt auch keine andere Möglichkeit. Wow, okay. Ich bin pretty surprised, ehrlich zu sein. Aber okay, umso besser. Wenn es funktioniert, gute Sache. Dann nochmal hier hoch. Berge. Was? So. Also jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt, wo ich die Aussicht genießen will, fängt es hier an zu regnen. Was für eine Scheißinsel ist das eigentlich? Aber krass, wie sich gleich so komplett die Stimmung ändert. Also jetzt nicht meine persönlich, sondern halt so... Vom Spiel, meine ich. Von der Stimme, also von der Umgebung, von der Atmosphäre, von der Insel, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So, wir haben hier eine ganze Menge Lager, wenn ich das richtig sehe. Oh, eine ganze Menge Pflanzen. Karte. Warum gibt es hier oben eigentlich so sau viele Funktürme und hier gibt es halt, achso, hier ist wahrscheinlich auch gar keine Insel, ne? Also hier ist wahrscheinlich so Wasser zwischen und dann macht die Insel wahrscheinlich so einen Bogen. Das wird das sein. Okay, dann ist der Außenposten, ach ne, Moment, wir sind ja hier. Der Außen... Camp Mord, ernsthaft? Tequila Sunrise, oh, Sunrise vor allem. Es gibt Reis, Baby. Aber ich würde sagen, erstmal dahin. Kann ich... Na, da komme ich doch wieder nicht runter. Kann ich die Zipline benutzen? Ja, danke. Whee! So. Rotes Blatt? Ne, Bernsteingelbes brauche ich. Also, brauchen ist übertrieben, aber ich hätte es ganz gerne. Ah, was für ein Kackwetter. Da hole ich mir doch... Moment. Da hole ich mir doch sofort einen Schnupfen, da werde ich sogar eine Lungenentzündung. Ich bin als Dschungelkrieger einfach nicht für dieses Wetter gemacht. Ach nee. Nein, Spaß beiseite. Feuer, was da brennt, ne? Aber da steht doch jemand. Ah.
in Brand gesteckt? Au. Alter. Kann ich jetzt bitte das scheiß Gewehr haben? Danke. Au. Der hat gesessen. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viel, aber einer muss ja mindestens noch da sein. Sonst hätten wir nämlich A, das Lager eingenommen. Und B, hatte ich auch noch wen weglaufen sehen. Irgendwer sitzt doch da mit dem Raketenwerfer, oder? Ach, da! Sackfratze. So! Da kommen auch gleich Volker und Thorsten mit dem Jeep angefahren. Hi! Na, Kinders, alles fresh? Hi! Jetzt geht's los! Alter, ihr habt die ganze Action verpasst, hier geht nichts los. Ja, ja. Quatsch mir nicht voll, Junge. So, erstmal rein in die gute Stube hier. So, was können wir denn jetzt, Munition. Munition ist ja mein generelles Problem. Da haben wir noch genug von, aber Scharfschützenmuni. Da hätte ich ganz gerne wieder volle. Habe ich eigentlich irgendwas Tolles zum Verkaufen? Hm, nicht wirklich. Ich nehme ja auch nichts mehr mit. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall noch eine Memory Card. Haben wir noch was? Spinnenfetisch. Und eine Granate. Und Munition. Und Geld. Dann verkaufe ich das doch gleich nochmal. Bevor ich das jetzt wieder erst mit mir rumschleppe. Weg damit, weg damit. Körperpanzer. Für 200 Dollar auffüllen? Na, scheiß drauf. Karten. Ach, das ist der Scheiß. Ja, okay. Nee, lass mal. Ist jetzt nicht so wichtig. Konsumartikel. Achso, das war das. Spezielles. Universal. Aber ich. Achso, das habe ich noch gar nicht. Kann. Okay. Kann ich mit dem Universalwerkzeug, dann kann ich wahrscheinlich so die kaputten Jeeps, die da ab und an mal stehen, reparieren, ne? Hm. Aber ich möchte eigentlich gar nichts. Kann ich dafür nicht irgendwie meine Tretminen weglegen? Das wäre schon irgendwie geiler. Weil den Bogen würde ich ganz gerne für Sneak-Missionen behalten. Den Flammenwerfer brauchen wir jetzt als nächstes. Und Sniper und MG brauche ich halt auf jeden Fall. Na egal, kaufe ich es halt nicht. Gut, bleiben wir erstmal dabei. So, hier war doch theoretisch. Wow, nicht scrollen. Tikia Sunrise geht. Alter, Tikia Sunrise. Es gibt immer noch was zu tun. So, einsteigen. Fahr hier. Macht das Sinn, hier lang zu fahren, wo ich gerade lang fahre? Also halb. Was ist das hier? Prüfung der Rakiat. Das ist Bad Town. Gesichter des Todes. Okay. Vogelhausturm. Klingt fancy. Ich glaube, ich möchte erstmal zum Vogelhausturm. Piraten. Hi.
Verrakiat. Ne, mach ich jetzt mal nicht. Oh, ich krieg Besuch. Wo ist denn der Turm? Ist der nicht hier bald mal kommen? Ach, da. So, ausnahmsweise mal den richtigen Knopf gedrückt, wobei ich Heilung auch gerade sehr empfehlen kann. Ich hole mir mal ganz kurz das Pflänzchen. Nämlich nur noch 3 Heilspritzen. Das ist nicht mehr so richtig viel. Was kann denn der Vogelhausturm? Ist da irgendwas Dolles? Ich finde es ja echt schon geil, dass sie auch einfach so eine Sache hier auf die Insel gepackt haben. Also ob das jetzt irgendeinen spielerischen Nährwert hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ob wir hier jetzt irgendwas finden oder nicht. Aber ich finde es cool, dass es hier echt so gewisse Monumente und Sightseeing-Teile gibt, wo man einfach mal hingehen kann und sagen kann, hey, schaue ich mir mal an. Hab ich da rein? Oh, schade, ich kann da nicht rein. Schade. Sehr, sehr bedauerlich. Aber ich kann mir was dazu durchlesen im Handbuch. Orte. Dieser Glockenturm wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert benutzt, um die Einwohner von Rook Island vor akuten Gefahren zu warnen und ist ungefähr so effektiv wie das Tsunami-Warnsystem im Pazifik. Also gar nicht. Schade, ich dachte, wir finden hier irgendwas Cooles, aber offensichtlich nicht. Naja. So. Wo wollte ich denn? Wir sind da. Wir müssen nach da gehen, aber erstmal nach hier. Das Lager muss vorher auf jeden Fall noch mit. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Ruhe und fühle mich auch einfach besser. Was bist du denn? Abgesehen von Tod. Ein Geier. Von unten sieht man seine Füße. Federn, fantastisch. Ich hätte ganz gern noch ein paar gelbe Blätter. Aber die wachsen hier so gar nicht, oder? Hab ich so den Eindruck. Oh Gott, das sind noch über 400 Meter. Also jetzt nicht mehr, aber... Ich werde hier unterwegs von nichts angefallen. Wie von Piraten. Ah, grüne Blätter da drüben. Sehr schön. Entschuldigung, ich glaube... Also wenn du nicht tot wärst, hätte ich dir jetzt eine Hüft-OP empfohlen. Aber nur, naja. Ich lasse den da einfach mal liegen. Ne? Das ist sicher das Beste für alle. Grünes Blatt, grünes Blatt, glücklich ist, wer dieses hat. Gelbes Blatt kommt auch dazu. Jagdinstinkt craften wir im Nu. Watch out, hier kommt Jason Brody. Fantastisch. Oh, eine Kiste. Wer lässt denn hier eine eingeschaltete Taschenlampe liegen? Wow, ich habe einfach nur Geld in der Kiste gefunden. Das macht mich unfassbar glücklich. Mal keinen sinnlosen Scheiß. Dann sind immer noch 200 Meter. Kann ich auch nochmal laufen. Ist das Grünzeug hier unten? Ja, sehr schön. Einmal mitnehmen. Ah, da vorne ist der Außenposten. Alles klar. Ich crafte nochmal. Achso, das stinkt hier. Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Ach, ja, egal. Eigentlich wollte ich Jagdinstinkt haben. Naja, was soll's. Medizin. So, 7 sollen mal reichen.
Alright.